Übertragung hier. Gut. Ach. Weiter geht's mit Super Mario Bros. 3 mit Life Force. Hallo zusammen. Und als Gäste heute. Wir sehen nichts. Ja, und ich sehe nichts. Du Geiger. Jetzt müsstet ihr wieder was sehen können. Ja. Jetzt geht's weiter. Ich könnte wieder rausgehen und ihn nur verprügeln. Hm? Ihr werdet es wahrscheinlich hören. Ich höre gerade gar nichts. Ich auch nicht. Da habt ihr Glück, weil bei mir geht wieder bla 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 die ganze Zeit. Okay, die Tour, ich verstehe. Und ich entschuldige mich übrigens auch nochmal für den letzten Part in dem Sinne, aber ich war ein bisschen frustriert. Wegen Wolf halt, im Sinne von... Da hatte Forst Rüpel wieder raushängen lassen. Ich kann es einfach erklären. Ich habe was gesagt, was wo ich mich falsch ausgedrückt hat, und der Forst hat es auch noch falsch aufgeschnappt. Yep. Das heißt, dass das ein beidseitiges Minus. Yep, in dem Sinne. Und wie viel steht es jetzt? Forst minus 1, Wolf minus 1, Schmacki 1, Eddie 5 Millionen Punkte. Genau. So. Eddie, der hat nicht mal einen Punkt. Junge! Wer hat wir reden hier nicht von deinen Skillpunkten. Wer hat hier Maul, mehr Abos? Ach, scheiß auf die Abos. Ja. Wichtig ist nur... Der Force könnte ja auch Minecraft machen und 10.000 Abos haben. Da ist trotzdem der Skill nicht da. Hör mir das auf mit Minecraft. Außerdem Minecraft spiele ich auch nie. Also... Ich hab verstanden. Du hast es gespielt. Zock ich höchstens nur noch, für die Like Headshot Villa. Was? Für was? Was für ein Vieh? Wenn ihr mal in dem Sinne euch meine Videos genauer angesehen hättet, dann. Was war das denn hier? Der Dildo von dem Wolf. Du musst weiter nach links. So, jetzt muss ich mir das Schloss auch mal angucken. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Pep, immer nur mal Schmackes. Da jedet rein? Ja. Ja, was soll der Käse dann hier mit der... Da hätte ich aber was Besseres mit der PS-Switch noch gemacht. Das Schmacki macht Rührei hier. Okay, eine Kette. Und hab nicht mehr viel Zeit. An der Kette. Ah. Ich bin schon wieder so an einem Punkt, wo ich am liebsten was zerbeißen würde. Nein, da werden die Reißzähne gestutzt hier und geschliffen. Jetzt rein. Ich fühle mich echt so, als ob ich jetzt Crash Bandicoot aufnehmen würde. Da ging auch immer alles schief. Hallo, du gute Crash. So, Ende im Gelände. Sauber, er hat es geschafft. Crash ist an sich nicht so schlecht, aber wenn die ganze Zeit irgendwas passiert und wenn man sich dann... Im Prinzip ist das Castle einfach. Das Blöd halt fehlt, dann vergeht einen schon die Lust. Ja, Problem Schmacki ist nur, wenn einem die Zeit so ein bisschen im Nacken ist, dann ist es ein bisschen kacke. Es ist so ein Rätselschluss. Sagen wir mal. So, wollen wir mal gucken. Ja, wird das knifflig. Oh. Ja, gerade er mit den vielen Leben, weißt du, klaut Schmacki das alles weg. Also forstest du Rüpel. Dammit! Und das. Da lacht er. Was macht er denn jetzt wieder? Falscher Weg. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ich hab die falsche Röhre genommen. Ach, da Forst vor dem Kompass. Da wollte ich hin. Orientierung! Da ist aber auch der falsche Weg. Moment mal. Hä? Rechts geht's lang. Ich will nicht nach rechts, ich will im Moment gerade zu dem Pilzhaus. Lass das doch, Schmacki, du hast die Handtasche eh voll. Und das war auch die falsche Röhre. Sehr schön. Perfekt. Da bauen wir ein zweites Schloss. Das Pilzhaus ist da, da hätte man die Röhre nach dem ersten Level machen müssen. Dann würde man in der linken oberen Röhre unten rauskommen und dann hätte man da in die rechte Röhre gehen müssen. Dann kommt man zum Pilzhaus. Ah, okay. Ja gut, okay, dann lassen wir das mal. Und? Jetzt nimm mal einen Stern, ey. Kein Gesicht. Kein Gesicht. Oder Wolke oder was auch immer. Nein, ich hatte auch nicht vor, die Wolke zu nutzen. Ich gucke mich nur um, was ich an Gegenständen noch über habe. Und kein Flügel, kein Flügel. Nimm den Stern jetzt! Wozu? Der bringt dir hier ja gar nichts. Er muss seine Tasche aufräumen. Ja, besser... Nicht.
Er benutzt es, als es ihn wegschmeißt. Ja, guck mal, jetzt ein Cooper kriegt er. Oh, Life Force ist drin. Geil. Der Dance up, ey. Super Stellen genutzt. Egal, Hauptsache ich komm weiter. Oh, Kacke, das war das Level. Boom. Was ist das denn? Boom. LOL. Ja, du verstehst mein Ärgernis? Das war bei der Wolf. Wo sonst denn sonst? Was weiß ich? Boah, der Schmack gehört dann auch manchmal im Hintergrund was. Ja, bei mir ist es aber wesentlich schlimmer. Und bei der Forste-Tier-Uhr? Von den fast 1000... Ja, aber mehr hört man von mir eh nichts. Ich will die Tier-Uhr-Vlog sehen. Bei den fast 1900 Videos, die ich habe, hört man mindestens 1000 Videos irgendeinen Scheiß. Da musst du deine Zimmer mit Eierkartons auskleiden. Aha. Oh, Venice ist on, super. Ja, warte, das ist die Schalldämmung hier. Ich will's wieder Morris aufnehmen, ich will's. Und der Force will's auch. Nein, will ich nicht. Warum nicht? Weil ich erstmal dich im Race schlagen muss. Dann reden wir weiter. Falls. Du musst hinzufügen das Wort falls. Das Einzige, was ich hinzufüge, ist, dass ich gewinnen werde. So. Dann macht das wieder spannend hier. Nur mal eine kleine Umfrage. Wer glaubt ernsthaft, dass der Force mich schlägt? Also, ich weiß ja, was beim Race passiert ist. Deswegen würde ich ein bisschen zu The Wolf tendieren. Ich muss auch dazu sagen, dass ich in Donkey Kong Country 2 nicht so gut bin wie im ersten Teil. Aber gucken, was der Force so fabriziert. Ich glaube, du brauchst das Ding da unten. Ja, der Force braucht sein Ding da unten. Das habe ich gebraucht jetzt. Wozu, wenn ich hier? Ja, genau da. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Jetzt ist die Lampe an. Spätestens, wenn ich Donkey Kong Country zweimal auf No-Def schaffe, dann kann der Force sich schon aufgeben. Bitte. Jetzt wird er ein bisschen zu überheblich. Ich habe gesagt spätestens, aber ich kann es eben nicht. Das ist das Problem. Was nicht ist, kann ja noch werden. Weil das müsste im Endeffekt heißen, dass der Force das Spiel auch No-Def schaffen muss. Ja, das kriegt er hin. Das macht. Das wage ich allerdings zu bezweifeln. Dann gibt es vorher die Lasagne und dann kommt der Boost. Dann geht es, dann wird geruscht. Das waren auch nur Münzen. Nicht mal ich kann den zweiten Teil No-Def. Das ist knifflig. Mit The Lost Levels, The Lost World. Da ist sowieso aus. Das ist. So ein bisschen. Knapp. Ja, da hat der Stern sich ja gelohnt, nur weil er den benutzt hat. Wie kann er das? Schafft das immer mit den Pilzen da, ey? Ich wollte auch gerade sagen, ich erwische den Pilz fast nie. Immer der Stern hier, wenn man direkt rennt und springt, dann kommt der Stern. Ja. Oder wenn unten das Peak total voll ist. Dann gibt es auch fast 100%ig einen Stern. Ja, das weiß ich. Wie schaffst du das mit den Pilzen? Ich bekomme das fast nie hin. Dich mit der Force. Tja, die Pilze kriege ich oftmals. Da kann man von Skill reden. Erst die 7, dann die 8. Jetzt geht es in den Untergrund. Ach nee. Ich erinnere mich. Ist das der Leckerchen? War das das? Geht doch nicht unter Untergrund. Nee, nicht im Untergrund. Ja, es war's. Ach du Scheiße. Schmack. Nein. Das Leckerchen. Ja, die ruscht. Ja. Da sind bestimmte andere Sterne. Ja. Ja. Du bist gefickt. Ja, die Saubacke hier, ey, der Schmacki. Er ist trotzdem gefickt. Ich hab das so gesehen. Das schafft er es doch. Da will er cheaten. Ich hasse dich. Das war. Booms. Oh. Er gönnt es doch. No! Du hättest es sowieso nicht mehr schaffen können. Der Weg ist viel zu weit. Dieser Weg. Wird leichter sein. Er hätte es vielleicht schaffen können, wenn er bis dahin mit dem braunen Waschbär gekommen wäre. Ich hasse dich, Mario. Jetzt wird der Hass groß geschrieben. Hast du gehört, toller Igel? Er hasst dich. Was macht er denn hier wieder für Krämpfe? Ich guck nur, ob hier irgendwas ist, aber hier scheint nichts zu sein. Na gut, okay. Der
tolle Igel heißt auch Mario. Pech für ihn. Aha. Jetzt kommt der Frost. Ich wollte dir eigentlich noch einen Tipp geben, aber jetzt ist es zu spät. Da ist er zu spät. Ja, warum ist er denn so nah, ey? Jetzt wird geruscht. Ich hätte den Pilz aufgegeben, ist viel besser. Hier ist so kleiner durchzurennen. Der Forst gibt die Pilze nicht auf, du kennst ihn. Au! Das ist auch so ein Drogen-Luigi, ganz vergessen. Jetzt wird geruscht. Er hat's geschafft. Obwohl, vielleicht. Ja. Vielleicht ist jetzt der Pilz, der Pilz! Alter. Puh, perfekt. Hast du einen Cheat an oder was? Nein. Das ist der Anti-Skill irgendwie. Ja, und der kriegt wieder das. Das kann nicht wahr sein. Ja, der Memory. dieser kleine fucking Lacker kriegt immer die Memory-Teile. Jetzt nimm nicht das oben da wieder. Da hast du ein One-Up drin, das weiß ich noch. Da hast du One-Up, nicht nehmen. Ach so, manchmal gibt's auch das One-Up ganz links und ganz rechts in der Mitte. Der Schmack nimmt immer dasselbe, immer den One-Up, ey. Rechts oben ist, glaube ich, der Stern. Oder links ja, unten. Jetzt kennt er den Muster hier. Die haben System. Ach, ja, scheiße, dann ist er links unten der Stern. Nimm deins unten. Ja, Tatsache. Ja, toll, Wolf hier. Der Pilz müsste dann in der mittleren Reihe. Das sollte von links sein, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, müsste er nicht. Weil er auf der rechten Seite ist ein Pilz, das würde keinen Sinn ergeben. Ach, nimm einfach da jetzt. Da ist er nicht. Oh. Fireflower. Oh, Schmacki. Da ist der zweite One-Up. Okay, jetzt wissen wir, wo es ist. Es gibt auch kein weiteres Memory mehr. Ich war gar nicht dran. Der Force will wieder hier. Habt ihr diese weißen fliegenden Schiffe auch schon bekommen? Welche weißen? Es gibt Münzschiffe. Oh, wie kriegt man das denn nochmal? An die sind ja noch nicht rangekommen, das weiß ich. Ich glaube, da muss man die Stages da rein. Oder das weiße Pilzhaus. Das weiße Pilzhaus bekommt man in der ersten Welt ganz einfach, indem man die Welten 1, 2, 3 und 4 nacheinander macht. So war es, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, das hab ich aber auch noch nie gemacht. Ich schon, oft genug. Jetzt lass du Dings oder dir das Geld. Ach, das Geld, das Leben. Du Force wieder hin. Drogen Luigi. Ich finde halt Leben geil. Der ist Drogen Luigi, hallo. Das ist ein Together hier. Scheißen Dreck. Ja, dann baut er so einen Mutant zusammen, weißt du? Ein rollender Stern. Ist ganz alt. Er rennt bergauf, rollt bergab, durch die Pampa und durch die Stadt. Guckt geradeaus, kratzt seinen Berg, zack, mit dem Kopf durch die Wand, bis er knackt. Okay. Wie ging das noch schön? Peter Fox. Ja. Heißt das Lied jetzt Rollender Stein oder Lock auf vier Beine? Es heißt Rollender Stern. Stein. Rollender Stern. Das ist ja gerade, weil das Lied habe ich in zwei verschiedenen Varianten. Ah, die ist und kacke, die Stelle. Ja, die ist auch kacke. Da braucht du Force Timing. Timing habe ich normalerweise eigentlich bei dem. Aber die waren ein bisschen blöde platziert auch. Die sind auch scheiße. The Lifey Beats hier. Oh nee, hier ist doch der zweite Donner. Stimmt. Was macht er jetzt? Das wüsste ich auch gerne. Er guckt in seine Handtasche. Sucht ein Feuerzeug. Er sucht ein Feuerzeug. Und was packt er raus? Oh Gott, jetzt. Was ist das denn? Er packt ein totes Hörnchen aus der Tasche. Geil. Das hatte Schmack immer dabei. Ja, da. Toll. Und das war gut. Und schafft es auch noch perfekt, das Teil zu verlieren. Das war Schmackimoni. Jetzt weiß ich wenigstens, das hat richtig Haze und Deck-Style. Richtig so Hautdegen. Mit dem Kopf durch die Wand. Nee, aber die Skills sind gleich verteilt wie bei den beiden. Also gut. Nur der Rage nicht, weil der kriegt sich sehr schnell auf über sowas. Und Haze lacht ihn einfach immer aus. Das
sind so ein Chaos-Duo, die zwei. Mag ich total gern. Meine Favoriten auf YouTube. Kein Digger, ne? Die alten Haudegen. Dave Chesson und Hase W. Na, Schmacki, so einfach ist es nicht. Wo jeder Schmacki hin? Der Reise ins Unbekannte. Ich glaube, auf dem NES sind die Röhren türkis und nicht lila. Hallo, sind die Guten. Essen ist stimmbar. Da hast du Rohrbruch. Ja, wirklich. Das ist der Bruch mit der Außenwelt. Oh ja. Schmacki, sammel mal mehr Münze. Dann kommt der Leben. Jetzt gibt's Schildkrötensuppe. Lecker. Hast du das schon mal gegessen? Hat eigentlich einer mal von unserer Gruppe oder Konfi oder was weiß ich, eigentlich mal Super Mario World 2 Yoshi's Island da gezockt als LP? Nee, wo? Nee. Komisch. Ich noch nie, ist blind für mich. Wo geht das hin? Kann man das zu zweit spielen? Nein. Scheißen Dreck. Sonst hätte ich gern Zuckerwa gemacht. Aber die guten Baby-Sounds. Okay. Aber ich höre es natürlich nie, weil ich so gut bin. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich das zocken sollte. Nimm die Münzen doch mit! Nimm die Münzen, Schmacki! Aber dann habe ich die Grafik gesehen und dann dachte ich mir so irgendwie, naja, soll ich nicht? Du brauchst sowieso extrem viele Leben, du hast nur noch zwei. Ja, der Schmacki, der rüpelt hier einfach durch. Nimm die Münzen doch mit! So spät. Da ich jetzt reicht's. Ey. Pilze oder Pilze, ich glaub's nicht. Der Schmacki wieder. Du auch, du kriegst auch 3000 Pilze. Ich kann's auch. Mann. Ich kann's nicht, ich krieg nur Sterne. Oh nein, wohl. Life Forested Castle ist wichtig. Life Forested Castle. Aber bitte, ohne Flügel. Ja, so viel wäre muss sein. Ich hoffe, ich stelle kann das nicht bei so auf die Fresse. Oh, bei mir ist das runtergeflogen. Reichst du wohl? Soletti. Ja. Wahrscheinlich kennt das wieder keiner von euch. Aus dem Weg. Spezial wieder. Huch, die Deutschen sind so ungebildet. Mit. Ich hätte den Stern genutzt, jetzt hast du es verkackt. Oder vielleicht. Mach doch! Naja, die Metal Curtain. Sprung ist knifflig. Scheiß doch auf den Sprung, du musst nicht springen. Natürlich muss ich springen, du Vogel. Du musst in die erste Röhre rein. Hä? Was ist hier geschehen? Geh in die linke Röhre. Ja, geh in die linke Röhre, genau, Wolf. Du musst natürlich es auch schaffen. Das ist der gute Tipp. Du musst es schaffen. Röhre. Top, Wolf, top. Würz sammeln, Schmackgeber. Ach du Scheiße, das ist nass. Ich werde mich dafür noch revanchieren. Ich hab dir einen Tipp gegeben. Ja! Ja, sagt er. Was ist hier geschehen? Spielt das Spiel. Da guckte Busch auch ganz verwegen weg. Spielt das Spiel blind oder wie? Nein, ja. Aber die ich eben schon. Wie schon mal vor. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Scheiße. Die Saubacke da. Das kann man zwar wieder. Oh. Ich hab ihn gerade echt schon tot gesehen eben. Ich seh mich gleich tot. Das ist der Sixth Sense bei der Force. Scheiße. Oh! Das war eine fiese. Und da lag der Geist noch der Arsch. Das war ein Fickel. Das war ein kleiner Fickel. Jetzt kommt der große Ficke. Ach, scheiße. Junge Welt 8 hier. Ich wollte eigentlich kein P einsetzen. Ich dachte, ich hätte noch einen Pilz oder irgend sowas. So ein P, ey. Du hättest den Stern nehmen müssen. Dann wärst du hier durchgerast, wärst drüber gejumpt über die Schluchten, wärst gleich zum nächsten Stern gekommen, wärst da zur Röhre gelaufen, hättest den Typ gekillt, dann die erste Röhre runter und dann wäre alles easy peasy gewesen. Oh. Bei mir ist er gerade schon abgestürzt. Boah, heilige Scheiße. Ja, aber der Fort weiß man nie, ob das
Nimm den Stern und kill das Pflanzenvieh. Auch bei Mario Kart, wie du Force fährt, weiß nicht, ob es asynchron geworden ist oder nicht. Der Live-Horse, ja. So, da ist zwar eine Bohnenranke, die kann. Mach dir! Achso. Ah, egal. Was ist da drin? Ist da ein Pilz? Nein, da ist gar nichts drin. Da ist nix. Ja, jetzt musst du Force ackern hier. Ich muss nur warten, bis das wieder weg ist. Ja, hätte Wolf dir das nicht gesagt, dann wäre ja aber auch schon wieder der Arsch offen gewesen. Oh ja. Komm her, du Teil. Du gehörst mir. Ah, ich bin so ein Arsch. In dem Fall ein guter Arsch. Oh, ist das geil. Ist das geil. Jetzt könnt ihr mich alle mal, ihr Biester. Verpiss dich. Kackvieh. Aus dem Weg. Weißt du auch, wie man das Teil weiterschmeißt? Natürlich. Gut. Und die Guten, die gefallen mir. Da kriegst du Forste von denen von Latz. Um ein Haar, ja. Wenn er jetzt wieder einen Pilz bekommt, dann... Dann weiß ich nicht. Da musst du Schmacki was abgeben hier. Also, Junge! Das extra Leben nehme ich doch gerne. Natürlich! Und da sieht man's mal wieder. Ich wollte als Scherz schon sagen, dann let's show ich ein Spiel, das der Force will, aber. Das war mir dann doch zu unsicher, weil wir bekommen ja immer einen Pilz. So, da gehe ich jetzt noch rein. Danke für den Tipp, Wolf, ehrlich. Ich hab gesagt, let's show, das wäre nur in ein einziges Video gewesen. Denn ich kann nicht zig Millionen Let's Plays machen von. Obwohl ich zig Millionen Let's Plays am Laufen habe. Ja, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.